Hallo und willkommen zum Newfish Channel. In der vorherigen Folge haben wir mit einem festen Paternoster geangelt und wir sind oft gefragt worden, ob wir das nicht mal zeigen können, wie es aufgebaut ist. Und genau das werde ich heute mal machen. Wir sind hier an einem kommerziellen Gewässer, wo mit Freilaufmontage gefischt werden muss. Und ich habe das traditionelle feste Paternoster-Rig umgewandelt in ein freilaufendes. Und um das zu knüpfen, nehme ich eine etwa 3 Kilo tragende Hauptschnur, auf die zunächst ein Karabinerwirbel aufgezogen wird. Der läuft dann frei auf der Schnur. Vor den Karabinerwirbel ziehe ich eine Stopperperle auf. Ich habe hier eine kleine Gummistopperperle. Und die schiebe ich auf der Schnur etwas nach hinten. Und aus dem unteren freien Ende forme ich jetzt eine etwa 15 cm lange Schlaufe. Da ist die Schnur doppelt gelegt. Und mache einen normalen Überhandknoten und das doppelte Ende führe ich dreimal durch diesen Knoten. Anfeuchten und gut zuziehen. Und was ich erhalte, ist ein fester Knoten mit einer 15 cm langen Schlaufe. Ich schiebe den Gummistopper runter bis auf den Knoten und dann schneide ich das überstehende Ende bündig ab. Der Schwirbel läuft dahinter frei. Und jetzt öffne ich die etwa 15 cm große Schlaufe auch direkt an dem Knoten. Jetzt habe ich ein ungefähr 25 cm langes Schnurstück am Ende der Hauptschnur und ungefähr 10 cm nehme ich ab und forme da wieder eine Schlaufe. Mag die Schlaufe gerne ein bisschen größer, weil das Vorfach da einfacher eingeschlauft werden kann und ich glaube, dass beim Einkurbeln die Schnur nicht so schnell verdrallt durch die größere Schlaufe. Bündig abschneiden und jetzt ist die Montage quasi fertig. Und ich habe den Stopper direkt vorm Knoten, davor sitzt der Wirbel und wenn ich dran ziehe, fungiert das Ganze wie ein Abstandhalter. Ich kann meinen Futterkorb oder Blei in den Wirbel einhängen. Vorne an der Schlaufe wird das Vorfach eingehangen und ja, wenn ich unten ziehe, habe ich eine Art Boom, der nicht beim Werfen vorher heddert. Und ist super einfach und schon könnt ihr loslegen zu fischen. Bis demnächst.